Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Im letzten Part haben wir uns mit diesem Dungeon dahinter uns beschäftigt, mit der USIF-Satellitenstation Olivia. Haben dort ein paar Raidern das Leben schwer gemacht, die ja ansonsten immer anderen Leuten das Leben schwer machen. Wenn ich einen Staubsaugeraufsatz hätte, könnte ich hier für Ordnung sorgen. Ja, passt schon. Commonwealth ist so groß, also wenn du wüsstest, wie es früher ausgesehen hat, hier überall. Dieser Bereich könnte auch einem andauernden schweren Angriff standhalten. Beeindruckend. Ja. Hättest du hier viel zum Staubsaugen, wollte ich noch sagen. Gut. Wir porten uns zurück zur Farm, um Bericht zu erstatten, dass wir ganz brav die Raider besiegt haben. Jo. Ja, und dann bin ich gespannt, was wir als nächstes machen werden. Ich denke mal, wir werden mit der Roboter-Quest weitermachen, wenn ansonsten nichts, sag ich mal, zum Erledigen gibt, was wichtiger wäre oder so. So. Und da arbeiten sie schon wieder fleißig wie die Honigbienchen. Aha, bist du wieder ein Brahim, das ganz alleine ist, ne? Jawohl, und es viechert schon los. Tschüssi. Gibt schon Vollgas. Ist ja nicht schlecht. Okay. Was haben wir hier? Wo bist du? Wo ist der Auftraggeber? Hallo? Kornspeicher, so in der Art? Schaut echt. Schaut so aus. Also würde irgendwie so fungieren können. Hallo. Was? Es ist schon ne. Wo ist denn der Farmer? Also das Schiff? Hallo? Ich schau mal da unten nach. Vielleicht ist er einfach nur. Ah, da drüben. Brav am Schöpfen. Servus. Hallo. Blake? Hast du das Medaillon schon gefunden? Ja, ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Cool, danke sehr. Die Conny. Bist du die Conny? Na, Lucy. Die Lucy. Die Conny war dann da drüben, ne? Wir können ja mal lutschen, was die Gute denn hat. Conny? Ja, hallo Conny. Ich glaube, wir waren hier schon mal, ne? Also wir sind hier auf jeden Fall vorbeigestiefelt. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Mhm. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Dann zeig mal, was du hast. Das wäre super. Patronen. Eine Ladung Beton. Ach, ganz ehrlich, das wäre halt schon schön Stoff. Boah, das wäre echt super. Kupfer. Könnte man daraus bekommen. Und Stahl, die wäre auch nicht schlecht zu haben. Schmutzige Postbotenuniform. Mhm. Ganz ehrlich, so ein Stoff für ein paar Bettchen. Wir haben ja dort eine Siedler-Dingens angefangen und uns fehlt ja immer Stoff, ne? Also das würde ich gerne mal annehmen. Dasselbe in Grün gilt für den Beton. Okay. Dünger. Ich weiß nicht so recht. Und ehrlich gesagt, diese Netzspule hätte ich auch gern wegen dem Kupfer, das da drinnen ist. Gibt es denn noch irgendwo Kupfer? Also innen drin? Also innen drin, genau. Ah, schön. Kupfer zum Bauen? Nein. Passt schon. Wir haben jetzt eh ordentlich was ausgegeben. Können wir denn auch irgendwas verkaufen?
Wie wär's hier bei den Hilfsmittelchen? Ich würde sagen, sowas können wir ruhig hergeben. Das lassen wir noch, das lassen wir auch. Ich meine, puh, viel heilen tut das ja nicht wirklich, ne? Den Kuchen werde ich auch hergeben. Fleisch und Bohnen, die gehen eventuell noch. Obwohl die echt nicht viel, die bringen halt echt nicht viel, ne? Ich hoffe nur, dass man das jetzt nicht zum Kochen gebraucht hätte. Wahrscheinlich schon, ne? Ah ja, passt. Handel bestätigen, okay. Ja, mal ein bisschen was zurückbekommen, ist gut. Ah, puh. Na passt. Um deine Lieferung zu erhalten. Ach so, geht das? Aha. Also hier? Eine Katze, ich dachte, da hat ein Baby geweint. Boah, ich hätte auch gern eine. Mann, jetzt schau mal, das mit Schüsselchen zum Futtern. Mei, ich hätte auch gerne. So eine Wachkatze wäre was Cooles, oder? Und wie bekommen wir... Ich meine, jetzt sind wir hier. Und wie kriegen wir da... was rein? Waffen. Kleidung. Das Zeug haben wir auf jeden Fall mal weg. Also rein, meine ich. Wollte ich sagen. Diverses Munition, ja. Dürfte weil wieder. Ah, die Pistole natürlich. Den Cocktail vielleicht auch. Ich muss ja langsam anfangen, solche Sachen entweder zu verkaufen, ne? Weil ich sie eh nie benutze. Oder sie mal zu verwenden. Was noch besser wäre. Was bist du eigentlich? Achso, das ist nur so ein Wischzettel. Dings. Passt schon. Gut. Dann, nachdem wir das hier schon... Ja, Katzi. Nachdem wir das hier ja geschafft haben, schauen wir uns doch gleich die nächste Quest an. Quest... Oder warte, sind wir hier überhaupt fertig? Müssen wir zu den Minion-Mans zurück? Nein. Warum habe ich da was markiert? Hä? Regionalbüro, warte, was haben wir denn für eine Quest drin? Haben wir eine drin? Na. Raider-Probleme bei... Das wollte ich, genau. Somerville Place. Da war ja was, genau. Radio Freedom gehört, dass eine Siedlung Hilfe braucht. Welche Art von Hilfe das muss ich im Gespräch mit einer Person in Somerville Place herausfinden? Gut, nehme ein Hangman's Alley. Was? Späher, der Minutemen haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Allerdings wimmelt es dort von Feinden. Preston hat mich gebeten, den Ort zu säubern, damit wir dort eine Sendestation errichten können, um Siedler anzulocken, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Jo, wäre auch nicht schlecht, ne? Boah, ey. Also, ganz ehrlich, irgendwie könnte man wirklich ein Paladin werden. Ganz ehrlich, wir benehmen uns ja wie einer. Wir sind immer freundlich, wir sind stark mittlerweile. Die Gegner fallen um wie die Ratten und so weiter, ne? Ein bisschen was gestreift und sie sind schon hin. Also, wir können es ja. Also, ich kann es ja, wenn ich will. Jo. Also, von dem... Boah, wie weit ist denn... Ah. Ach so. Und da oben? Da. Und so? Da. Cool, dann gehen wir mal dahin, oder? Ja. Geht das? Was? Porten? Achso, noch nicht entdeckt. Entschuldigung. Entschuldigung, da habe ich wieder ein Blödsinn gemacht. Warte, dann muss ich das hier, glaube ich, ausschalten, ne? Und jetzt passt da. Ja. Wo können wir uns denn in der Nähe hinporten? Nirgends, vergiss es. Puh. Puh. Da wäre es schon gut, zuerst das da zu machen. Die Quest eben. Also das da.
und das dabei wegzutun, weil da müssen wir weit, Entschuldigung, da müssen wir weit hatschen. Also. Ah, das ist hier, warum? Achso, das war nur so eine Markierung. Na, großartig. Na fein, dann würde ich sagen, hier hin porten. Weil das da drüben haben wir auch noch nicht entdeckt. Mhm. Also, oh, ich habe vergessen, die Ada auszuräumen. Ja, darauf komme ich wieder mal ganz zum Schluss. Aber ist ja wurscht, wir entdecken jetzt einfach mal diesen Ort da. Ich kann hier eh noch ein bisschen was schleppen, dank unserer Bauerrüstung. Und wenn wir den Ort entdeckt haben und es dort keine Werkbank geben soll, tschä, dann werden wir einfach mal ein bisschen wieder zurück in unser geliebtes Dörfchen marschieren oder porten, besser gesagt, und werden uns dort erleichtern. So. Moment. Alter. Das kann ja echt nicht sein, oder? Hin ist er. Der nächste. Er geht nicht. Na, wo läufst du denn hin? Hallo? Super, ich wollte ihn ja erschießen. Danke, Ada. Wenn er nicht stehen bleibt, da kann ich ja nichts dafür. Arschkopf da. Wer weiß denn, dass wir das? Wir waren nicht, als wir das. Bleistift, hurra! Komm ich da jetzt irgendwie ruf? Wah! Der Deichsel. Yay! Boom hat's gemacht. Mit Crit. Juha! Ah. Hin ist das Klumpert. Gibt's hier auch noch was? Hui. Jawohl. Perfekt. Ansonsten ist Ruhe, ne? Passt. Edda. Die gute Edda. Na, komm, hoch da. Danke. So, du Zipfelklatscher. Her mit dem Zeug. Gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ungefähr in die Richtung hier, ne? Bin ich da richtig? Jupp, bin ich richtig. Alles gut. Dann hatschen wir mal. Nachladen nebenbei. So. Ein bisschen speichern wäre auch nicht schlecht. Aber nur ein bisschen. Bestätigen. Gut. Wird hier schon wieder scharf geschossen? Hört sich danach an, ne? Oder es macht jemand Popcorn. Können wir gerade mal nachschauen, oder? Da macht definitiv jemand Popcorn. Lauf, 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 lauf. Ah, es sind schon diese Viecher. Okay, das geht noch nicht. Erwischt. Jawohl! Boom hat's gemacht. Aha, okay, das war nix. Dann schieß ich hier ins Bein oder in den Bauch. Ja, okay, das bringt sie nix. Boom! Na, was ist da los? Boom. Ich glaube, dann haben wir erwischt. Bam. Passt. Kaputo. Alles kaputo. Jawohl, kaputo. Zack, 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 zack. Vergiss die. Servus. Alles okidoki. Okay, mal schauen, was diese Deppen da hatten, ne?
Huch, den haben wir nicht wie erschossen. Das waren die da. Ja, der ist erledigt. Jetzt gehen wir da wieder rein. Ich loot nur ganz schnell. Und ich versuche es halt schnell zu machen. Basketball. Sofern ich diese Deppen auch anfinde. Na, da geht's nicht rein. Da auch nicht. Da. Ich glaube, da geht's ruf. Habe ich da noch nie geplündert? Alter Schwede. Oder, ach so, das kann mit der Zeit, kann das wieder resetten, habe ich auch. Der ist auch blöd gestorben. Habe ich auch schon mitbekommen, dass gewisse Sachen resetten, oder besser gesagt alles resetten kann, von den ganzen Items. Das heißt, man kann nach einer bestimmten Zeit kann man wieder die Gebäude und so abfahren. Jo. Halt, was ist das? Supermutant, zumindest das, was davon übrig geblieben ist. das warst du, okay. Und du? Extra wurscht. Sehr gut. Fernseher, alles hatten, die wir uns denkst, ne? So, gehen wir da ruf. Ist da oben noch irgendjemand verstorben? Ausschauen tut's danach. Das ist mein schöner Platz, ein schönes Plätzchen für ein Klo. Schön im Freien. Oh. Wow, oh, das scheint es schon gewesen zu sein. Warte, hier nochmal ganz kurz. Nein. Das war's. Okay. Hui. Ein Radio. Alle hopp. Bam. War ich das? Oder habe ich gerade eine Todeskralle geweckt? Ich hoffe jetzt gerade nicht. Alter Schwede. Na gut, auf jeden Fall durch das wieder speichern. Für den Fall, dass ich jetzt eine Todeskralle geweckt habe. Was nicht so schön wäre. Gut. Oh, was? Wir sind schon da? Eigentlich? Dahinter irgendwo? Nein, da rein nicht, ne? Da! Nein, da auch nicht. Nein, Fleischsack. Ein bisschen noch vielleicht hier runter. Ein Klebeband. Hurra, hurra. Ein Klebeband. Hallo? Ist hier jemand? Hm, Wein. Je älter, umso besser, ne? Was ist da? Nix. Sollte nur das Teil hier finden. Da soll das sein? Nein, warte. Da soll das sein. Da irgendwo? Toll, wo ist denn das? Hallo? Ich will doch nur da rein. Da. Okay. Haben wir gefunden. Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber wir haben es gefunden. Gut, das heißt, ich board mich jetzt schnell mal weg. Und zwar für wir gehen wieder zurück nach dahin. Ja. Und was? Wenn Feinde in der Nähe sind, hör auf. Welche Feinde denn bitte?
Nachgeladen haben wir alles. Welche Feinde denn? Hallo? Hallo? Da ist nichts drin. Da. Das haben wir definitiv alles schon mal mitgenommen. Das ist definitiv alles wieder da. Wahrscheinlich sind es die Minutemans, die uns zuliebe einfach wieder was hinstellen. Aufbereitetes Wasser. So, lala. Was haben wir da drüben? Nur irgendein Sofa. Und da oben. Alle hopp. Aufstellbilderrahmen. Die hat sonst nichts. Da ist noch ein bisschen. Da ist noch eine Flasche. Eine Bierflasche. Ein Teddybär. Subi. Erkennungsmarken. Ja, und das war's auch schon wieder, ne? Dürfen wir uns vielleicht jetzt porten? Ja, jetzt geht's. Supi. Dann können wir schnell unser Graffel ausleeren, sag ich mal. Und dann geht's auch schon weiter. Dann porten wir uns dorthin wieder und dann schauen wir, ja, wie es weitergeht. Na komm her. Liebe Edda. Gib mir deinen Graffel. Moment, ist das Preston? Er ist wieder da. War er nicht in der Burg? Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Ja, gern. Danke. Und ich sehe gerade, da sind ein paar Pflanzen fertig. Also so richtig schön zum Ernten und so. So, das tun wir alles weg. Das tun wir weg. Die tun wir weg. Das tun wir weg. Die auch, die zwei und das sowieso. Ja. 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 Ich hätte schon gern irgendwie eine Pistole mal wieder, ehrlich gesagt. Also 38er Munitionsdingens. Ein Gewehr. Eine Blanke mit Stacheln. Die behalten wir uns. Die Machete schmeiße ich weg und die Blanke behalte ich. Das Scharfschützengewehr. Ah. Mhm. Das wäre halt auch eins. Mit sakrisch viel Schaden, dass es machen würde. Und tun wir die hier weg. Das Jagdgewehr tun wir weg. Auch dieses hier. Die behalten wir. Die tun wir weg. Die Blanke behalten wir. Das Scharfschützengewehr behalten wir. Die tun wir mal weg. So wie die hier. Mächtig. Aha, Rückstoß gedämpft. Dann kann ich die da wegtun, weil wir haben eh die. Ah, das ist das Gewehr. Verflixt, das andere war ein Dingens. Naja, wurscht. Schall gedämpft. Und mächtig. Die schaut auch super aus. Eine 10mm Pistole. Und noch ein Jagdgewehr. Das tue ich auch mal weg. Ich hatte da jetzt eine bessere Waffe. Ne? Mist, verflixt. Jetzt muss ich die wieder suchen gehen, so ein Dreck. Dam di dam, dam dam dam, dam di dam, da dam. Was?
Für die 5 mm haben wir schon 1100 noch was Schuss. Puh. Jo. Mist. Ah, einen Ghoul-Töter. Das nehmen wir mit. Den Ghoul-Töter nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und ich will mal schauen, ob man den auch... Achso, ich muss erst der Power-Rüstung wieder raus. Ach, ja je. Ruck. Jawohl. So, Waffenbank. Der Ghoul-Töter. Können wir da irgendwas schon tun machen? Mächtiger Verschluss. Dann hier. Dann hier. Der Kleber. Es fehlt immer der Kleber. Unfassbar. Komplett wurscht, was wir tun. Es fehlt immer der Kleber. Nö, die Waffe ist eigentlich gut. Passt eigentlich. Jo, hilft so nichts. Ist gut. Ah. Lieber Vorsicht. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Ja. Ich steig da wieder rein. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ja, ja. Ruck rein mit dir. Jetzt ist die Frage, ob nur Preston hier ist. Ich denke schon, der andere Minuteman wird in der Station geblieben sein, ne? Ich will nur ein bisschen handeln. Jupp. Blanke Raiderrüstung? Ne. Das passt schon so. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Scheint wirklich was zu werden. Ich aber wohl eher nicht. Ja. So. Fusionskern entfernt? Warum das denn? Okay. Ah, doch. Klingenkorn ist fertig. Das ist schön. Das ist schön. Und der Mais? Jupp, jupp. Ich helf mal ein bisschen bei der Ernte. Wo sind meine Karottis? Oh, die sind nicht so viel, die sind noch nicht fertig. Schade. Ja, ist klar, das drüben ist auch noch nicht fertig. Ist klar. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Hallo, Cotsworth. Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Korrekturen? Ich brauche keine Schönheits-OP. Ich bin hübsch, so wie ich bin. Hallo, bitte ernten. Danke. Zack, 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 zack. Was? Nix was. Ich will nur das Zeug da haben. So, hier und das. Komm, Karotti. Karotti. Hallo? Da, geht ja. Geerntet, 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 geerntet. Das auch, hier, das und dich auch. Passt, jetzt gehen wir kochen. Unsere geliebte Gemüse von der Suppe. Schöner Tag. Wo geht's hin? Yep. Wahrscheinlich muss ich dafür jetzt wieder... Ja, ja. Raus aus der Rüstung. Ist so klar. Und rein auf zum Kochtopf. Ein leckeres Suppe. Hier mit meiner Gemüsesuppe. Ich muss mal kurz schauen. Wie viel tut die denn heilen? 55 nur, unter Anführungszeichen. 40 Liter das Zeug, das immerhin 150 schon. Nein, nein. Omas Gemüse ist super. Die ist, die stärkt und ist köstlich und überhaupt super. Ja, doch hier ein bisschen noch Soja. Passt. Braten. Eichhörnchen am Stiel, im Ernst. Na gut, dann machen wir das halt auch einmal. Blutkäfersteak. Na gut. 3, 4. Gebackene Blutfliege. Boah, da, mir grummelt es gerade im Bauch. Ich weiß nicht warum. 2. Beim Lesen bekommt man schon Zustände. Ich verkoche das jetzt alle. Jetzt habe ich Waschbärfleisch. Kochendes Weichschalenfleisch. Puh. Köterkeule. Maulwurf haben. Meierlurk. Eiomelette. Das wollte ich haben. Schmutziges Wasser. Nur eins noch. Wow. Meierlurk Königin Steak. Mhm. Mutantenhundekeule. Mhm. Was haben wir da? Ja, ist ja grauselig.
Gaugai braten. Gaugai Rippchen. Aha, Gaugai Fleisch habe ich bekommen. Gaugai ist dieser Bär, ne? Wolfs, es gibt Wölfe. Achso, tatsächlich Köterkraut. Was ist denn ein Köterkraut? Und Wolfsfleisch. Es gibt tatsächlich Wölfe noch. Aha. Na fein. Ich würde sagen, es reicht einmal. Zum Essen. Oder warte. Getränk, hier geht auch was. Dreckiger Ödländer. Na, Suppe, verwertbares. Gemüsestärke könnte man auch Bilders kochen. Einmal, zweimal, dreimal. Gut, das passt. Mehr geht da nicht. Suppe-mäßig. Denke ich auch nichts mehr. Nein, nein, das passt alles. Braten. Wozu man denn so eine Gemüsestärke braucht? Passt. Verlassen. Oh, wie nett. So. Dann Werkstättchen. Weil da gibt es jetzt wieder einiges an Graffel, was noch rein darf. Die C-Wache. Die See, achso, Diamond City. Wo kommt. Achso. Ich verstehe schon. Der arme Kerl, der es nicht geschafft hat. 3, 1, 2, 1, 2. Das und dieses hier. Das, 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 das. Das hier. Und dieses. Dann aufbereitetes Wasser. Ich könnte es ja mal behalten. Eigentlich ist es nicht so schwer. Das Steak. Achso, ich habe eh das Steak. Dann tun wir das weg. Das Steak behalte ich auch mal. Den tun wir mal weg. Da können wir mal ein bisschen was weg tun. Ich würde sagen, ich tue einfach mal 5 weg. Ich benutze es eh nie. Am Stiel. Flaschenkürbis kommt weg. Fleisch und Bohnen. Könnte ich auch mal weg tun. Mischlingshund. Gebacken, gegrillt, gegrillt, Gemüse, Chat. Mais kommt weg. Melone kommt weg. Meierlöck. Ups, nein, das habe ich gebraucht. Alles wurscht. Die Nudelschale bleibt. Der Eintopf bleibt. Reparaturdingens, Tau-Dings kommt weg. Der Wein kommt weg. Das Fleisch. Die Zuckerbomben. Ja. Müsste passen. Asbest, jawohl. Asbest ist ganz super, schön giftig, wunderbar, genau das, was man braucht im Commonwealth. Was gibt's? Jawohl. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Gut. Ja, wir porten es wieder weg. So. Dip, 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 dip. Also hier hin. Okidoki. Die Edda habe ich jetzt ausgeleert. Na, ich hoffe. Ich hoffe sehr. Yep. Aufgewertet haben wir, so gut es geht. Kleber. Ich brauche Kleber ohne Ende. Ich habe schon mehr Kupfer, glaube ich, bald als Kleber. Der wäre schon gut, selber irgendwie so einen Leim oder so herstellen zu können, echt wahr. Ich könnte das aber auch in die Suche geben. Baum, 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 baum. Okay. Tür entsperren. Einsteiger, schauen wir mal. Aha, bisschen noch so vielleicht. Jawohl. Ja. Und das bringt. Oh. Ich glaube, das war nicht so toll. Oh. Ich habe sie nicht getroffen. Bombe, Bombe, Bombe. Edda. Hui, Karamell. Raider. Abschaum. Jawohl. So, wo ist die nächste Torpen? Hallo?
Boom. Und da drüben? Da ist wer. Habe ich ihn erwischt? Nee. Jetzt aber. Noch jemand? Nope. Ist gut. Sendestation. Ach so, hier soll das sein dann. Aha. Naja. Ganz ehrlich, da gefällt mir Sanctuary Hills aber besser. Ja, viel zum Aufräumen gibt es hier halt wieder, ne? Also das heißt, wir bekommen wieder viel Graffel. Was eigentlich ja auch nicht schlecht ist, ne? Kann man schlafen? Ja, ich will auch gern schlafen, aber nur eine Stunde, bitte. Und fit wie ein Turnschuh, das ist schön. So, dann nehmen wir mal alles mit. Naja, wichtig ist halt, dass es hier sicher ist. Oh, eine Kochstation. Es scheint hier schon sicher zu sein. Hier, dicht ist es hier. Ich hoffe, da können wir hier nämlich wunderprächtigst so ein Bett reinstellen. Da, euch rauben wir hier mal aus. Du da hinten auch. Alter, wie viele... Eine Waffenbank. Jawohl. Das ist auch nicht so schlecht. Das passt. Hallo Edda. Die klemmt hier wieder fest. Die da. Du da auch. Jawohl. Komm her. Passt. Und hier. Genau. Sendestation und so. Auf den Hocker sitzen. Jawohl. Müsste, glaube ich, passen. Sie haben sogar einen Kühlschrank hier, wenn er funktionieren würde, ne, wäre das sicher nicht so schlecht. Gut, dann drücken wir mal auf. Achso, hoppla, das geht so noch nicht. Na, komm. Passt. Also hier, Werkbank. Wir brauchen dieses Sendedingens. Puh, ach, wo war das denn? Raider? Was ist das? Raider, sonstiges. Ein Käfig. Aha. Okay. Zelt. Okay. Aha. Tap, 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 tap. Puh, wo war denn dieses Sendemast-Dingens? Bei der Elektroschicht normal, ne? Energie halt. Energieleitung, Licht. Sonstiges. Rekrutierungsfunk, Leitstrahl, Leuchtkasten. Wow. Lautsprecher. Nee, nee, ich glaube, das ist schon das erste, ne? Zack. Lockt nach dem Einschalten neue Siedler an. Habe ich das schon? Achso, okay, jetzt habe ich gedacht, ich habe es schon hingebaut. Naja. Können wir das hier irgendwie so platzieren, dass es auch noch hübsch ausschaut? Zum Beispiel da oben hin? Kann ich noch ein Stückchen vor? Ja. So würde ich es gerne irgendwie hin platzieren, ehrlich gesagt. Oder halt so ins Eck. So vielleicht. Warte, so. Ha. Nicht einlagern. Und jetzt braucht es noch einen Generator, ne? Einen Generator, damit wir Strom haben. Warte. Da. So. Was fehlt? Stahl fehlt. Pfui. Ach komm. Jetzt fehlt da an Stahl. Was haben wir hier? Verwerten. Stahl. Perfekt. Wir haben Stahl. Supi. Warte, das nehmen wir auch mit. Holz. Die Kochstation. Da ist auch noch was. Keramik. Da haben wir auch was. Stahl. Stahl. Wunderbar. Wunderbar. Da. Ja. Beton. Okay. Warum eigentlich die Treppe verschrotten?
Das haben wir hier. Weißt du was, das lasse ich mal. So. Ich wollte jetzt nur einen Generator noch schnell bauen, damit wir den Part heute beenden können. Jupp, jupp. Jupp, jupp, jupp. Also. Energie. Dann so. Und ich glaube, der reicht schon mal. Ich hoffe, man kann den da drauf klatschen. Das wäre echt supi. Ja, gerade so jetzt geklappt. Da schaut geschissen aus. Schade, ich hätte ihn gern da drauf geklatscht. Aber da dürfen wir noch gehen, glaube ich, ne? Das ist jetzt echt schade. Ich habe echt gedacht, das wird dann toll ausschauen. Kann ich da rein? Ah, das muss ich auch entsperren. Ka-chang. Geschafft. Ja. Mann, ey, ich dachte, das wird gut ausschauen da oben. Ruck. Ah, deshalb. Verstehe, deshalb hat er nicht Platz. Aber vielleicht jetzt. Wenn man ihn hier hinstellt. So. So. So vielleicht. So. Juhu, wir haben es geschafft. Sprich mit Preston. Jawohl. Supi, 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 supi. Hui. Das heißt, wir können uns noch ganz schnell wegporten. Preston. So. Ich habe die Powerrüstung vergessen mitzunehmen. Ich bin auch so schlau. Oder? Ich glaube. Oder? Ich glaube. So, da können wir noch schnell mit Preston reden, dann können wir das hier schon beenden und gut ist. Na komm. Ja. Und wo ist er denn? Da drüben ist unsere Rüstung. Preston ist im Haus. Ach, da hinten ist er. Ein Händler ist da. Aus dem Weg. Das bist nur du, kleines Brahim. Nein, da ist er. Hallo. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Handeln? Ich schau mal, was du hast. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Die ist nicht so freundlich, ne? So, was hätte sie denn? Waffen? Weiß ich nicht. Kleidung brauchen wir auch nicht. Hilfsmittelchen, das wäre nicht so schlecht. Aufbereitetes Wasser, ne? Ich würde Schmutziges brauchen, ehrlich gesagt. Eine Teerbeere. Das konnte man, glaube ich, nicht anbauen, ne? Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Hallo. Ist das ein Problem? Es findet mich. Wohl schön, später plaudern. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ganz und gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Vergiftet? Hinrichtung hat wohl nicht funktioniert. Aufregendes Leben, das kann es nicht wert sein. Ich muss aufhören. Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet.
Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Duckout-Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen, da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam, seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben, aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit den Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Großartig. Aufregendes Leben. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Flirten? Bitte was? Na, oder? Ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich mag es, wenn du in meiner Nähe bist. Und es ist besser, wenn man aufeinander aufpasst. Also, willst du hier verschwinden? Alter, es hat jetzt nicht funktioniert, aber... Okay. Wieder ein Tag, okay. Na, Fisch. Gut, dann reden wir halt den nächsten Part mit Preston, wenn er schon wieder abgehauen ist. Wo ist er denn? Auf Streife, ne, da unten. Warte, lauf mal. Da ist er. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Hallo. Warte. Hallo? Hey. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja, ja, machen wir schon. Nehme ein. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Aber was wir damit lernen werden, das sehen wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, sorry für die Überlänge. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.